bei Kreuz Plus geht es diesmal unter anderem um die Landesgartenschau in Ingolstadt. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu Kreuz Plus, dem Fernsehmagazin aus dem Bistum Eichstätt. Heute darf ich Sie von der Landesgartenschau in Ingolstadt begrüßen und das ist auch unser Thema. Lange mussten die Menschen darauf warten, jetzt ist sie geöffnet und die Besucher können die wunderschöne Natur bewundern. Die Gartenschau steht unter dem Motto Inspiration Natur und da lässt sich hier auch jede Menge dazu finden. Und auch die Kirchen sind hier präsent. Wir befinden uns gerade im ökumenischen Schöpfungsgarten, den sich Diakon Sebastian Schäfer und Gärtnerin Gabriele Heid einfallen haben lassen. Und was es mit diesem besonderen Ort auf sich hat, das sehen Sie jetzt. Wo man hinschaut, grünt und blüht es auf der Landesgartenschau in Ingolstadt. Unter dem Motto Inspiration Natur können Besucherinnen und Besucher dort hunderte Pflanzen bewundern und sich mit den Themen Natur und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Da darf auch ein Beitrag der Kirchen nicht fehlen. Diakon Sebastian Schäfer und Gärtnerin Gabriele Heid haben gemeinsam mit Künstlern und Jugendlichen einen Ort geschaffen, der zum Nachdenken anregen soll. Den Schöpfungsgarten. Der Schöpfungsgarten ist der ökumenische Bereich der Kirchen auf der Landesgartenschau. Und wir haben lange darüber nachgedacht, was wir gern machen wollen. Da gibt es ja Ideen von Pavillons über Häuser, über Einkehrorte. Und was wir nicht wollten, ist eine reine Assoziation mit dem Thema Friedhof, Tod und Sterben. Und deshalb haben wir uns eher für den Blick in die Natur entschieden und haben einen Schöpfungsgarten entworfen, zusammen, der eben unterschiedliche Themen bearbeitet. Die 11 angelegten Themenfelder zeigen mit ihren bunten Blumen nicht nur die Schönheit der Schöpfung. Jedes Beet widmet sich einem bestimmten Thema. Da geht es zum Beispiel um Umweltschutz, Wasserknappheit, Lebensmittelverschwendung oder Luftverschmutzung. Es ist eigentlich ein Dreiklang. Wir haben einerseits in jedem Beet eine Grundidee mit einem Kunstwerk, was unser Künstler entworfen hat und zum Teil gestaltet hat. Zum Teil wurden die Sachen auch zum Beispiel von Jugend gestaltet. Das zweite sind die Bepflanzungen, die genau thematisch abgestimmt sind. Und das dritte sind dann die Tafeln, die über den QR-Code dann auf den virtuellen Schöpfungsgarten weisen, der ganz viele Hintergrundinfos bereithält. Gabriele Heid hat die Pflanzen bewusst ausgewählt. Im Kofferbeet finden sich zum Beispiel Pflanzen aus allen Kontinenten. Ein Symbol für die Vielfalt der Menschen. Da haben wir diese Sonnenhüte, diese Echinaceen, viele Astern. Die kommen aus Nordamerika. Das ist bei uns ganz üblich, dass das dazugehört. Man meint, das ist heimisch, aber das ist fremdländisch. Und da wollten wir eben zeigen, die Natur zeigt es uns, ich wachse zusammen, ohne Streit, ohne Ausgrenzung, aber wir Menschen schaffen es nicht. Die Natur als Vorbild. Ziel des Schöpfungsgartens ist es, dass sich Menschen mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Dass sie nicht bloß durchgehen und sagen, ach ein schönes Blümchen, ach ein schönes Kunstwerk, sondern dass sie vielleicht beim Rausgehen sagen, ich fange heute an, heute ändere ich was. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist und ich teile das zu Hause mit meiner Familie und vielleicht bezweckt man dann auch was. Das Konzept des Schöpfungsgartens überzeugt die Besucher. Super, wunderschön. Ja, sie haben sich was gedacht dabei. Natürlich gestaltet, macht ein sehr beeindruckendes Bild. Ich bin sehr froh, dass etwas getan wird für die Bewahrung der Schöpfung. Noch bis zum 3. Oktober kann man den Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau in Ingolstadt besuchen. Ein Ort, der bewusst nachdenklich stimmen soll. Aber auch ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen und die Schöpfung Gottes zu genießen. Auf der Landesgartenschau in Ingolstadt sind die unterschiedlichsten Gruppen vertreten. Mit dabei ist auch die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt mit einem eigenen Pavillon. Und bei mir ist jetzt Projektleiterin Claudia Reng. Frau Reng, welche Themen sind Ihnen denn hier wichtig? Unser zentrales Thema lautet Bildung für eine lebenswerte Zukunft. Bildung ist für uns grundlegend, universell und wertegebunden. Bildungsauftrag haben wir auch insofern, als es früher die zwei Säulen gab, Forschung und Lehre, die wir hier auch mit dem Pavillon unter einem Dach abbilden. Aber wir gehen auch zunehmend hinaus als Auftrag der Universität in die Gesellschaft. Wir wollen wissen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, welche Themen wir ihnen nahebringen können. Und für die Nachhaltigkeit, die bei uns ein Schwerpunktthema ist, ist es auch wichtig zu erfahren, wie man die Leute mitnehmen kann. Jetzt sind wir schon beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist Ihnen hier besonders wichtig. Warum? Die Katholische Universität und die christlichen Kirchen ist die Bewahrung der Schöpfung ein zentrales Thema, ein Leitthema, ein Auftrag. Seit just dieser Tage sind wir als eine der
ersten deutschen Universitäten mit dabei, dass wir dieser deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen beigetreten sind. Sie haben hier einen Nachhaltigkeitsparcours geschaffen. Was ist das und welches Ziel hat er? Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der THI und der KU für Mensch in Bewegung und dem Institut für Nachhaltigkeit, INAS genannt, um den Menschen in den entsprechenden Handlungsfeldern, die reichen von Abfallvermeidung bis Verkehr, Alltagstipps zu geben, Wissen zu vermitteln und letztendlich auch hilfreich zu sein. Insofern, als man beispielsweise, ich wusste nicht, was virtuelles Wasser ist, vielleicht kann man mit dem Begriff erst nach dem Nachhaltigkeitsparcours was anfangen. Wie werden denn diese großen und wichtigen Themen der Landesgartenschau wieder in die Uni reingetragen? Wir haben unsere Vitrinen, also die auch anschließend hoffentlich in einer entsprechenden Form präsentiert werden können und uns immer wieder daran erinnern werden. Wir haben Mitwirkende hier vor Ort und wir werden Themen aus der Bürgerschaft heraus in unsere Universität hinein und die dann entsprechend dann auch als Themen aufgreifen. Frau Reng, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ein Beet hier im Schöpfungsgarten weist auf die Lebensmittelverschwendung hin, ein großes und wichtiges Thema. In Nürnberg unternehmen die Lebensmittelretter etwas dagegen. Und zwar gehen sie in Supermärkte, Großmärkte oder Bäckereien und sammeln Nahrungsmittel ein, die man eigentlich wegwerfen würde, und geben die weiter. Ganz nach dem Motto: verwerten statt wegwerfen. Wir haben sie besucht. 750 Kilogramm Brot, Obst und Gemüse stapeln sich im Pfarrzentrum der Pfarrei Corpus Christi in Nürnberg-Herpersdorf. Und das jede Woche. Verdorben sind die Lebensmittel nicht. Und doch wären sie ohne die Ehrenamtlichen vor Ort entsorgt worden. Die Gruppe um Teamleiterin Brigitte Grüner hat ein Ziel. Das ist Lebensmittel retten. Wir wollen versuchen, Lebensmittel, die normalerweise zu Tonnen jedes Jahr weggeworfen werden, versuchen wir ein bisschen zu retten, einen kleinen Tropfen. Aber jeder, denke ich, wenn er einen kleinen Beitrag dazu trägt, dann ist schon viel gemacht. Die Idee zum Projekt entstand vor 2 Jahren nach einem Vortrag über Lebensmittelverschwendung der Frauenunion Nürnberg-Worzeldorf. Die Referentin hatte selbst gerettete Lebensmittel dabei. Ein Anblick, der die Projektleiterin Monika Simon-Deinlein damals zum Handeln bewegt hat. Ich habe gesagt, es geht doch nicht, dass solche Mengen weggeworfen werden. Wir machen was. Und es ist jetzt ein Kooperationsprojekt von der Kirche Corpus Christi, von der Pfarrei Corpus Christi und der Frauenunion Worzeldorf und der CSU Worzeldorf. Rund 10 Sponsoren spenden mittlerweile Lebensmittel, die sie selbst nicht mehr verkaufen können. Von Gemüsehändlern des Nürnberger Großmarktes über Supermärkte bis hin zu Bäckereien. Die meisten Helferinnen und Helfer kommen aus der Frauenunion und CSU. Die Räume stellt die Pfarrei Corpus Christi zur Verfügung. Im Grunde ist es ja auch unser ureigenster Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und auch dafür zu sorgen, dass nicht Lebensmittel im Überfluss produziert werden. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen gewesen und deswegen sind wir auch sehr, sehr gerne bereit, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Über 2 Stunden dauert es, bis die Helferinnen und Helfer das Obst und Gemüse sortiert haben. Der Ausschuss ist verschwindend gering. In 2 Jahren hat sich das Projekt immer weiterentwickelt. Lebensmittel retten richtet sich an alle. Hier ist jeder willkommen. Der Porsche-Fahrer kann genauso sich in der Schlange anstellen wie der Mensch, der wenig im Portemonnaie hat. Und wir treffen uns wohlwollend wertschätzend. Wertschätzung gegenüber den Menschen und den Lebensmitteln. Das steht im Vordergrund. Viele der Besucher kommen nicht nur aus finanziellen Gründen. Es sind also schon die Hälfte der Menschen, die kommen, die wirklich den ökologischen Gedanken vertreten. Verwerten statt wegwerfen. Das lernen hier schon die Kleinsten. Wir kommen seit Anfang an, um einfach den Kindern zu zeigen, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln zu schulen. Ökologie und Nachhaltigkeit. Das Lebensmittelretten der Ehrenamtlichen im Süden von Nürnberg setzt ein Zeichen gegen Verschwendung und für die Umwelt. Zum Thema Natur und Nachhaltigkeit, da gehört natürlich auch Land- und Forstwirtschaft mit dazu. Die kann auch nachhaltig funktionieren. Das nennt sich dann Agroforstwirtschaft. Und wie das aussieht, das haben sich Vertreterinnen und Vertreter des Bistums in Greding angeschaut. Felder, die flach bis zum Horizont reichen. So sehen Monokulturen in Deutschland oft aus. Bei Matthias Meile in Hausen bei Greding ist das anders. Er hat das Land seines Großvaters übernommen und betreibt dort im Nebenerwerb Agroforstwirtschaft.
Deshalb stehen bei ihm Baumreihen mitten im Feld. Begrenzt sind diese von Strauchflächen. Also ich bin ein relativ kleiner Betrieb mit 15 Hektar und kann in meiner Struktur nicht wirklich wachsen und möchte aber meinen Betrieb auch nicht aufgeben. Und daher suche ich mit der Agroforstwirtschaft jetzt eine Möglichkeit und habe die, glaube ich, auch gefunden, meinen Betrieb in der Zukunft so zu gestalten, dass ich damit zumindest im Nebenerwerb ein gutes Einkommen habe. Denn die Kombination von Land- und Forstwirtschaft bietet viele ökologische Vorteile. Dazu gehört unter anderem, dass die biologische Vielfalt gestärkt wird, Tiere Rückzugsorte und Nahrung finden und die Bodenabtragung durch den Wind minimiert wird. Meile nutzt nicht nur eine Ebene, also Gras- oder Ackerfläche, sondern auch noch eine zweite mit Bäumen oder Sträuchern. Im Vergleich kann diese Anbauweise rund 30% mehr Ertrag als die herkömmliche bringen. Der Agroforstwirt Meile will bei den Bäumen verstärkt auf Walnüsse setzen, die gute Absatzmärkte versprechen. Meine Motivation ist eigentlich die, dass wir in der Landwirtschaft vor großen Herausforderungen stehen mit dem Klimawandel, mit Artenschutz, mit den Wünschen von den Verbrauchern und wir eigentlich als Landwirt zeigen müssen und können, dass wir auch produzieren können auf ökologischen Standards, die wo dann der Natur nicht schaden, sondern eher Vorteile bringen. Agroforstwirtschaft ist vielschichtig. Meile erklärt den Mitgliedern des Sachausschusses Mission Entwicklung Friede als Teil des Diözesanrats im Bistum Eichstätt viele Hintergründe. Ausgangspunkt für die Themenwahl war ein Impuls aus dem Bereich der Weltkirche. Die großen kirchlichen Hilfswerke, wie speziell Miserio, haben in diesem Jahr in der Fastenaktion uns ein Projekt aus Bolivien vorgestellt, in dem es um Agroforst geht. Und bei der Recherche habe ich gemerkt, oh, sowas gibt es ja auch bei uns im Bistum Eichstätt. Was liegt näher, als zu sagen, wir schauen uns das an? Beim Besuch in Hausen bekommen nicht nur die Sachausschussmitglieder einige Impulse für ihre Arbeit. Auch die jungen Leute, die dieses Jahr mit dem Weltfreiwilligendienst nach Indien und Ghana gehen wollen, erfahren viel Neues und nehmen auf jeden Fall eines mit: einen offenen Blick für alternative Wege. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Das war Kreuz Plus im Juni von der Landesgartenschau in Ingolstadt. Vielleicht schauen Sie auch mal vorbei. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Es ist wirklich schön hier. Und alle unsere Sendungen finden Sie natürlich auch im Internet zum Nachschauen unter kreuzplus.de. Und wir sehen uns dann wieder am 30. Juli. Da geht es um das Thema Willibaldswoche und Pilgern. Bis dahin, machen Sie es gut.